Hallöchen und willkommen zurück. FIFA 16 Trainerkarriere mit dem FC Bayern. Saison 3 mit dem Rücken zur Wand. Jetzt FC Bayern motivieren. Es geht hier weiter in der Champions League. Nicht ganz auf dem Damm. Geis würde gerne auf der Bank sitzen. Nanu, was ist denn mit dem? Und Johannes Geis. Dankeschön, dass Sie mir zuhören. Okay. Also, wir spielen jetzt in der Champions League. Achso, wir haben jetzt noch 3 Tage hier. Puschen baut sein Team vor ungleichen Pokalspiel auf. Ja, so steht es hier. Aber auch Club Brügge muss erstmal besiegt werden. So. Ein Vorschlagtrainer. Manuel Neuer. Ja, und danke, Chef. Thomas Müller ist jetzt viel glücklicher. Okay, geht wieder. Ja. Rückspiel Club Brügge, ich glaube Hinspiel mein einzigster Punkt in den 3 Champions League Spielen bislang, also mit dem Rücken zur Wand, ich muss dieses Spiel gewinnen. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. So, ich muss sogar ein bisschen wechseln hier. So, Robben, der muss raus. Ach, Thomas Müller, schade, Draxler, den können wir nachher bringen. Geis ist wieder fit, den bringen wir für Vidal. So, dann... Ja, Ribéry leider auch überhaupt nicht fit. Mustafi hat hier gute Form. Den bringen wir für Rüdiger. So, Boateng. Wo war Boateng? Wo ist der Boateng? So, erstmal Klünter ist noch gesperrt. Torwart Neuer kommt wieder rein. So, und dann Boateng hat auch blendende Form. So, so werde ich spielen. Max Meyer ist zwar hier. Was sagte Götze? Form runter. Das ist natürlich scheiße. Ja gut, dann bleibt Meyer drin erstmal. Und so, hier spiele ich mit hoher Druck. Okay, also, und ich würde sagen, auf geht's. Da wären wir in der Allianz Arena. Der FC Bayern empfängt hier Club Brügge aus Belgien. Wie gesagt, Hinspiel 1-1. Beide anderen Champions League-Spiele in der Vorrunde habe ich verloren. Deswegen muss heute ein Sieg her. Nur 1 Punkt aus 3 Spielen. Und die beiden Favoriten, hier sieht man es nochmal. 6 Punkte jetzt schon hinter PSV Eindhoven. 4 Punkte hinter St. Petersburg, das ist höchste Zeit, hier jetzt was zu tun, um noch auf Platz 2 kommen zu können. Hoffentlich gewinnt PSV Eindhoven gegen Zenit St. Petersburg, damit der zweite Platz deutlich in Reichweite kommt. Andersrum, mag ich gar nicht drüber nachdenken, was heute, es könnte schon fast das Aus werden heute, wenn ich nicht gewinne und Zenit gewinnt. Dann ist es das fast gewesen. Dann kann ich aus eigener Kraft nicht mehr. Also ich muss hier heute, es muss ein Sieg aus eigener Kraft werden. So, es ist natürlich, so, die fangen hier gleich gut an. Es ist zwar der kleine Gegner aus für Belgien, trotzdem Champions League Spiele sollte man schon noch mal ernster nehmen. Ich habe auch gerade das Spiel gegen Mainz noch verloren. Das ist ja... Schön. Oh, schade. Ich dachte, der rutscht durch. Boah, wenn Ronaldo den ergrätscht, ne? Oh. Alaba stark. Muss Meier alleine. Und Geis! Jawohl! Johannes Geis! 1-0! Wo war der Costa in dieser Szene? Ich wollte rechts rausspielen, aber dann musste ich den Ball irgendwie mit Meier allein versuchen. Ein Glück hat Johannes Geis hier mitgemacht. Wie geil ist das denn? Ausgerechnet Geis. Ja, 1-0. Ein so wichtiges Tor, eine so wichtige Führung. Ja, Geis wäre da gewesen. Dann Glück gehabt auch noch, dass der Ball zu Geis kommt. Also da hätte ich auch spielen können durchaus. Ich hatte Geis nicht so auf der Rechnung. Ich habe mich eher gefragt, wo ist Costa? So, also 1-0 Führung. Ah, Ronaldo, sauber Junge.
Boateng. Ah, schade. Das sind natürlich genau die Szenen, die man nicht sehen will. Solche Pässe, solche Vorschüsse von den Verteidigern müssen ankommen. Oha, Boateng im Laufduell. Aber dann ganz sicher, Jerome. Boateng. So, Lewandowski. Ah, ich habe mich da über die Laufwege von Max Meyer gewundert gerade. Oh, verdammt, da haben sie die Lücke richtig gut ausgenutzt. Pässe von Club Brügge, 100%. Das ist natürlich absolut effektiv. Oh. So, Geis, Ronaldo startet, das sieht er natürlich. Der hätte ein Stück weiter sein dürfen. Oh, Boateng dazwischen. Also, Club Brügge ist hier schon dran und gewillt. Natürlich auch. Die stehen genau wie ich mit dem Rücken zur Wand. Das ist ja vielleicht auch die Besonderheit vor diesem Spiel oder an diesem Spiel. Und jetzt auch in diesem Spiel, also. Oh, ganz stark. Ha, hier wieder so ein Konter. Ich liebe Konterfußball. Oh Gott, den muss ich doch rüberspielen. Alter Falter. Ja, aber so schön und oh, so schnell und einfach kann Fußball sein. Schön vom Geist. Nein. Oh. Geist bleibt dran. Oh, Lewandowski, nein! Wahrscheinlich angeschossene Hand oder was, was hier gepfiffen wird. Unglaublich teilweise. Und Neuer. So, bisschen Platz. Ah, schade, Thiago nicht der Schnellste. Der passt nicht der Beste. Oh, Lewandowski! Nein! Ah, Herr Jemine. Zweite Riesenmöglichkeit hier zur 2-0-Führung. Oh, Lewandowski ist gut in der Partie drin. Schöner Angriff über die rechte Seite. Costa. Oh, abgefälscht. Da musste ich versuchen, Costa dann von da schießen. Das ist natürlich. Oh, 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 oh. Das wäre sowas von das Ding gewesen. Machst den vorne nicht, kriegst ihn da vor hinten. Im direkten Gegenzug. Der Angriff ist ja immer noch nicht vorbei hier. Boah, so jetzt. Kommt sie wieder. Ein Konter. Das ist ja unglaublich hier. Na. Ah. Ah, schade. Diesmal nochmal abschließen. Ronaldo! Ja! Wieder Ronaldo ist ja wie gegen Mainz im DFB-Pokal. Aber das war ja der Burner hier. Boah, was für ein Spiel hier. Hinten dieses Pfostenteil und jetzt wieder im direkten Gegenzug. Ja, man muss, ja, ihr sagt es ja immer wieder, ihr schreibt es immer wieder in die Kommentare. Schießt doch mal aufs Tor. Und hier schieße ich, boah, ja, unhaltbar aus dieser Perspektive.
So, ein sicheres, naja, sicher. Okay, ich hätte früher 2-0 führen müssen eigentlich. So, also das Spiel läuft schon mal so, wie ich es mir erhofft habe. Zumindest jetzt vom Ergebnis her. So, vielleicht geht ja noch was. Ah, schade, da spielt der Torwart mit. Und jetzt ein Fehler vom Torwart direkt vor die Füße von... Ah, Halbzeit. Aber 2-0, damit bin ich sehr zufrieden. Sehr zufrieden, also wirklich bombastik. So, PSV 0-0 gegen Zenit wäre natürlich ein Ergebnis, was mir in die Karten spielen würde, im Hinblick auf Tabellenplatz 1. Aber letzte Saison bin ich auch nur Zweiter in der Gruppe geworden, ganz knapp, wirklich auf einem Hauch, ganz knapp. Hatte dann im Achtelfinale unglücklicherweise Barcelona, aber die konnte ich ja, wie wir wissen, schlagen. Und jetzt, wo ist er, Ronaldo? Macht dir gar nicht mit. Muss das Maxi Meierlein. Hand! Und sowas wird hier nicht gepfiffen. Oh. Thiago nicht der schnellste, aber hier trotzdem defensiv dabei und schön. Dann Mustafi ab. Oh, Mustafi! So, Douglas Costa. Jetzt schön auf Alaba. Nein. Wie gesagt, Thiago nicht der schnellste. Hab mich auch gefragt, wo Ronaldo da war gerade wieder. Ja, hier ist er. Wenn man ihn sucht, findet man. Oh, Fehlpass. Im CR22. Oha, jetzt Ronaldo hier aber defensiv. Die Dinger kommen gefährlich. Ein Anschlusstreffer wäre natürlich richtig gefährlich, gerade so früh. So, Geist geht mal dazwischen. Der ist ja schon gelb vorgewarnt ins Spiel gegangen. Dieses Foul hat aber keine Folgen. Oh, Neuer hat ihn sicher. So, also Club Brugge, ich muss das irgendwie versuchen zu unterbinden. Ich würde da gerne mal einen Konter schießen. Aber da komme ich im Moment gar nicht hin. So, jetzt über Ronaldo. Ah. Ronaldo macht hier auch wieder sehr schön in der Defensive mit. So, ein sehr schöner Seitenwechsel. So. Oh, von den Beinen geholt. Ja, ganz böses Teil. Muss er pfeifen, gibt auch gelb. So, perfekte Situation zum Wechseln, würde ich mal sagen. Meier raus, dafür kommt hier ein Thomas Müller. Vidal für Thiago. Und haben noch irgendwas mäßig, Jugendforsch-mäßiges hier. Ich könnte natürlich Draxler für Costa mal bringen. So, auf geht's, denn der Draxler war ja auch in guter Form. Müller! Ja, gleich versuchen wir. Gleich aggressiv. Habe ich natürlich zu viel Wunschdenken in diesen Schuss reingelegt. Müller ist ja nicht der perfekte Fernschütze.
Oh. Ja, Draxler. Draxler. Oh. Ah, vielleicht doch in die Mitte spielen. Es gibt Elfmeter, warum auch immer. So, CR7 wird diesen Elfmeter schießen. Auch wenn Müller auf dem Platz steht. Wams. 3-0. Ach, was für eine Erleichterung auch, ne? Also auf jeden Fall, so true. Oh, herrlich. Und auch, so, sehr schön, sehr stark, ganz geil. 3-0. Und zwei Ronaldo-Tore. Also super Transfer, wie er trifft hier. War sein Geld wert. So, dann können wir noch mal ein bisschen was für die Tordifferenz tun jetzt. Also erstens, das 3-0 halten wäre natürlich schon mal super. Oder sogar vielleicht noch mal... Vielleicht noch mal selbst das vierte Tor schießen. Dann haben wir Club Brügge heute... Oh, oh, oh. Mustafi, ja, mein Lieber. Und Alaba auch. Oh! So, Ronaldo, auf geht's. Ah, schade, sah ganz gut aus. Nein, ah, ärgerlich, da schießen die noch das 3-1. Naja. Nicht ganz unwichtig. So, Draxler macht noch mal Meter. Oh, warum schieße ich das nicht? Will ich das Ding wieder ins Tor tragen oder was? Ja, schön von Bernard. Lewandowski. Lewandowski. Oh! Müller, nein! Wieso kriegt er ausgerechnet den nicht angenommen? Wenn er sich da fallen lässt, gibt es ihm noch einen Elfmeter. Ah, schade. So, das ist jetzt das Feld, das 3-1 oder das 4-1? Das 3-2 oder das 4-1? Schön. Draxler! Nein! So ein schickes Solo und dann wird er nicht belohnt. Jetzt auf Müller. Müller, ja! 4-1. Also, nach der Klatsche gegen Mainz läuft es hier endlich in der Champions League. Vielleicht braucht ich das, um aufzuwachen. Ja, freut mich natürlich für Müller auch wieder, dass er wieder trifft. Ist ja dank des Ronaldo-Transfers und der Rückkehr von Götze nicht mehr so unbedingt im Blickpunkt. 4-1. Also ein bisschen was fürs Torverhältnis getan. Nicht einfach nur so ein Zittersieg, sondern gezeigt, wir können, wir wollen, wir werden. Ja, Geist in der 9. Minute. 8,8 Ronaldo. Da haben wir zwei Toren. Und PSV gewinnt gegen Zenit. Das heißt, PSV Eindhoven ist fast als Gruppensieger durch. Und Zenit ist jetzt ein Punkt vor mir. Aus eigener Kraft kann ich sie überholen. Also ich muss die letzten beiden Spiele gewinnen. Das nächste Spiel ist gegen Gladbach. Gucken wir nochmal. Ist Absperre abgelaufen und Manuel Neuer
Ja, sehr schön. Manu Neuer freut sich auch, dass er wieder spielen durfte. Also, meine lieben Freunde, aber das nächste Mal geht's hier weiter gegen Gladbach. Bis dahin, ciao, tschüss und auf Wiedersehen.